So. Okay, jetzt habe ich es. Jetzt ist Skyrim wieder da. Wie sieht's bei euch aus? Könnt ihr schon wieder was sehen? Wie läuft das so? Seid ihr noch da? Ja, so mal sehen. Ich hab gerade, also bei mir steht noch nicht, dass du live bist, aber es hat das letzte Mal ja auch ein bisschen gedauert, bis das Live-Bild kam. Ja. Ja. Richtig. Also, bei mir steht jetzt live. Das kleine Live blinkt schon oben in der Ecke, dann sollte das eigentlich bald kommen. Ja, jetzt sehe ich wieder alles. Sehr schön. Und ein Lag habe ich eigentlich jetzt auch nicht. Gut. Also passt wieder. Yep. Ich hätte gerne noch irgendwie den Chat wieder unten gesehen. Das kriege ich gerade noch nicht so richtig hin. Das ist, wenn man nur einen Bildschirm hat, echt lästig. Sonst müssen wir, wenn es, weiß ich nicht, was wichtig ist, ist vorlesen. Ja. So, jetzt geht's aber wieder. Gut. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir neu an. Und eine Sache kann ich gleich noch dazu sagen. Das habe ich mir völlig vergessen. Auch ein Effekt, der neu dazukommt, wenn man hier diese ENB-Mod nimmt, ist Subsurface Scattering. Das bedeutet transluzentes Material. Also wenn du sowas ganz Dünnes hast, wie eine Zeltwand oder Drachenflügel und die Sonne sich dahinter befindet, dann wird das ganz stark aufgehellt oder so Wachs von Kerzen. Und Drachenflügel sehen sowas von episch aus jetzt. Okay. Aber das werdet ihr alles noch sehen. Gut. Bin ich mal gespannt. Ja. Also ich glaube, die meisten haben gesagt, dass wir neu anfangen sollten. Wir fangen neu an, ja. Wir fangen neu an. So. Kriegen ja auch alle mit wie von der Story vom Anfang für diejenigen, die es genau, noch nicht kennen, weil da sind doch echt Leute mit dabei. Ja, die gibt's noch. So, okay, dann legen wir los. Neues Spiel. Haben wir erstmal eine schöne Zwischensequenz. Panelt. Diese Ads. Fahren macht man so. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Episch allein jetzt die Anfangssequenz aus. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rolstadt. Ich komme aus Rolstadt. General Tullius,
Der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schor, Mara, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Vilod immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die... Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Raloch von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht Bogenschützen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Oder wegrennen, aber dann... So, und los geht's. Genau. Ein kleines Problem. Eigentlich geht das besser. Es ist ja gerade jetzt sehr stark unscharf. Schade, das ist doof. Ja, ihr seht, unser Charakter ist jetzt ein bisschen unscharf. Da versagt jetzt die dynamische Tiefenschärfe an dieser Stelle. Da muss man den Charakter irgendwie fast halb blind erstellen. Können wir aber später nochmal über das Showrace-Menü optimieren. Von daher, ja, wir wollen uns ja auch jetzt nicht zu lange aufhalten. Ich würde sagen, wir machen das nachher nochmal über das Showrace-Menü besser. Nur kurz ein paar Fragen an euch beide und auch gerne noch in den Stream. Ich würde sagen, weil wir jetzt so schöne Mods haben, die natürlich auch die Sachen verbessern, spielen wir irgendeine menschliche Rasse. Also nicht unbedingt ein Ork oder ein Khajiit oder ein Argonia, aber ja, Mann oder Frau, wie schon gesagt, ich hatte bisher eine weibliche Nord, wir können auch ein Kaiserlichen oder eine Kaiserliche nehmen. Da ich immer gerne was, also da ich immer gerne was zum Beschützen habe, wenn ich spiele, spiele ich immer Frauen, aber... Ja gut, man kann dann auch endlich mal sich sozusagen in so eine Rolle hineinversetzen, also mal eine Frau spielen, was man ja normalerweise halt nur mal nicht tun kann. Ist natürlich auch nicht schlecht bei Spielen. Kaiserliche fand ich eigentlich immer so gar nicht mal so schlecht. Also gut, eine kaiserliche Frau, habe ich das richtig verstanden, ja? Können wir ja mal machen. Hört sich gut an. Gut, einverstanden. Gut, kaiserlich. Jetzt haben wir nämlich auch schon ein bisschen besser hier mit der tiefen Schärfe. Das war jetzt wirklich so Geschlecht. Na, jetzt haben wir Frau. Sieht ja jetzt schon deutlich besser aus als alles, was Skyrim standardmäßig so kann. Allerdings waren die blockigen, pixeligen Gesichter waren immer so schlimm, fand ich. Ja, das ist jetzt ganz, ganz sauber hier. So. Jetzt haben wir hier so ein paar Vorgaben, wo wir schon als Basis abändern können. Aber die erste sah gar nicht so schlecht aus. Nehmen wir das als Basis. Wir wollen uns ja auch nicht ewig aufhalten jetzt damit. Hautfarbe, wie hell wollen wir gehen, wie dunkel? Ganz so dunkel finde ich nicht so schön. Das ist ein bisschen sehr blass, das finde ich bei den Nords dann passender. So ist ganz gut, hä? Und Gewicht ist in diesem Fall, früher hat das alles gemacht, hier ist das jetzt natürlich hauptsächlich im Oberweitenbereich. Ja, ja. Ja, das ist halt durch die UNP-Mod jetzt. Aber wir können da so ein, ja. Zwischending nehmen, hier irgendwo in der Mitte, das ist dann auch okay. Gut, der Kopf. Und jetzt wird's wieder unscharf. Ach, ihr seid doch doof. Da hätten die vielleicht mal dran denken müssen, beim
Mod entwickeln, dass das dann passiert. Ja, ich kann es jetzt leider auch nicht. Oh gut, aber das Gesicht. Das Gesicht genau, sie ist genau weg von der Mitte des Bildschirms. Das ist so. Ja. Ich weiß nicht, ob du ihren Kopf so in die Mitte biegen kannst. Ich glaube nicht, ne? Passiert nicht. Aber so grundsätzlich Nasenform, Lippen, das sieht doch alles gut aus. Ich würde sagen, wir machen das nachher übers Show-Race-Menü. Augenform, bla 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 bla. Mund, Haare. Haare, da haben wir noch richtig viel zur Auswahl jetzt. Ja, da gibt es jetzt richtig viel. Durch diese neue Mod. Ja, ich muss sagen, Leute, wenn ich so eine Frau auf der Straße sehen würde, dann würde ich mich sofort damit zufriedenstellen. Da braucht man nichts zu ändern. Tja. Gut. Ja. Wir basteln nachher nochmal dran rum. Das sind die Haare, die ich bei meiner Jägerin hatte. Natürlich in einer anderen Farbe. Man könnte auch noch von den Sims 3 Haaren, die es gibt, könnte man noch eigentlich noch ein paar konvertieren. Das müsste eigentlich recht leicht sein. Haben die bei Apache ja auch gemacht. Ja, geflochtener Zopf, heißt gerade jemand gesagt, fand er gut. Okay, Moment. Ja, die sah ganz gut aus, ganz am Anfang, der geflochtene Zopf. Passte so zu ihrem Typ. Der hier. Der hier, oder? Wenn man diese ewigen Delays sehen gleich. Moment. Ja, du musst damit rechnen, Leichti. Wenn wir kommentieren, dann ist das erst 5 Sekunden später. Dann, also, wir sehen etwas anderes als du. Ja, so in der Farbe oder irgendwer sagte was von hell und blond. Ich weiß nicht, die Kaiserlichen, finde ich, sind immer eigentlich mehr so braun-rothaarig. Ja, ist richtig. Heidi! So? Das ist doch ganz gut. So, wir nehmen jetzt das und bleiben erstmal dabei. Sehr schön. Wir können auch noch dunkler gehen. Geht auch. Ja, das Braun ist dunkler, finde ich besser. Oder hier so ein Kastanienton. Auch nicht schlecht, ne? Ja, das egal. Sieht schön aus. Das ist okay. Wir bleiben bei dem und genau. Da brauchen wir jetzt bloß noch einen Namen. Enden und Charakter einen Namen geben. Ich denke mich ja immer sehr rein in die Namen, passend zur Rasse. Und auch immer ewig für Namensauswahl bei Rollenspielen. Ja, da meine Jägerin an der Nord ist, hieß sie Vierda Graufell. Das passt hier natürlich nicht. Also die haben jetzt hier solche Namen wie Isolda und Fiora. Ja, Kelt ist, das könnte ja ein keltischer Name auch sein, also so aus dem Bereich. Fiora war schon mal gar nicht so schlecht. Alexina oder... Alexina finde ich auch gut. Nicht schlecht. Ja, Alexina... Das ist die schottische Koseform von Alexandra. Okay, nee, Alexina finde ich gut. Und noch ein Nachnamen, irgendwas lateinisch klingendes. Die klingen ja alle immer so lateinisch. Klusquam perfekt. Nein, Moment. Ja, genau, super. Das war Grammatik. Mercurius streckt hier jemand vor. Lupus. Ach, nehmen wir einfach Mercurius, ist okay. Schön nach einem Planeten benannt. Okay, passt. Alexina Mercurius, unsere kaiserliche Dame, wäre fertig. Sterne spielen ja auch eine große Bedeutung in dem Spiel. Ihr seid weit weg von der Kaiserstadt. Was tut ihr in Himmelsrand? Hauptmann, was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Sie geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Sirodiil zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Das ist doch gemein. Total. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius.
Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Mutig ist er ja. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod dem Sturmenten! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Rebell aus Cyrodiil, ihr seid dran. Uh-oh. Und schon wieder. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? So schön, dass man sich dann einfach so daneben legen darf. Ja, ne? Zum Block, Gefangener. Schön so. Weitergehen. Ah, das war nichts. Das war bestimmt nur die Katze. So. Ich muss mich jetzt allerdings auch von euch verabschieden, weil ich muss jetzt noch weiterarbeiten. Alles klar, dann... Und gucke okay. Dann nur noch zu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Köpfen. Ja. Werde mich schaden. Dann tschüss. Gut. Alles klar, dann mach's gut, Honey. Und bis demnächst. Ciao. Bis demnächst. Und jetzt, wo wir da sind, unser Kopf zu verlieren. Oh, nein. Doch nicht. Ja, wir sollten hier schnell fliehen. Oh. Ja, was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Okay. Los, jetzt! Hoch durch den Turm, los! Ja, dann geh vor. Schnell. Los geht's! Bevor der Drache den gesamten Turm in Trümmer legt. Los, renne! Genau. Da gibt's einen Drachen da draußen. Eben. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Okay. Ja. Au. Aber das sieht doch schick aus hier jetzt mit diesen ganzen netten... Das sieht total schick aus. Ja, also auch das Glühen von diesem Holz ist jetzt viel, viel stärker als sonst. Alduin, dieser Drache ist übrigens der einzige, der diese halbdurchsichtigen Flügel nicht hat. Der ist ganz schwarz und ganz dunkel. Aber wenn wir später mal wieder einem Drachen begegnen, dann werdet ihr das sehen. Da sind wir mal gespannt. Aber dieser Drache sieht auch sehr gut aus. Und ja, ich muss sagen, das Intro ist überhaupt total episch. Hier wird gerade nochmal gefragt, wie das mit den Mods ist. Ich werde ein Video machen, in dem ich alles über meine Mods erzähle. Und irgendwer wollte einen Screenshot vom Nexus Nord Manager. Da muss ich dich enttäuschen, den benutze ich noch nicht einmal. Das ist alles von Hand gemacht hier. Aber haben wir heute eigentlich noch eine Hinrichtung? Wir nicht mehr. Der andere im Stream, das ist Commentorio, wer ihn noch nicht kennt. Hallo, ich bin Torio und ich sehe mir eure Videos an. Richtig. Wobei du dich ja für einen neuen Spruch entscheiden wolltest irgendwie, ne? Wie bitte? Du wolltest dich ja eigentlich mal für einen neuen Spruch entscheiden, hat es mal irgendwann gesagt. Ich habe mich überlegt, aber ich habe keine besseren Sprüche gefunden, also wir machen einfach da mit dem alten Spruch weiter. Ja, der ist aber auch super. Oh, den hat's aber erwischt hier. Alter Verwalter, den... Boah. Gut. Da wir eine Kaiserliche sind, gehen wir mit Hatwa. Wir müssen hinein, sofort! Ja. Gut. So. Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Und dann wir machen uns besser auf den Weg. Kommt und her. Wir sind schon im nächsten Level und wir haben das hier abgeschlossen.
Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Gut. Ja, wir schauen uns hier mal um. Ich muss mal gerade kurz was mit dem Sound angucken hier. Ich muss mal, teilweise ein bisschen hat mich da was gewundert. Gesamtlautstärke, Effekte, Fußstapfen, aber kann ich ja hier gar nicht so viel einstellen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich Kopfhörer benutze und das Spiel aber irgendwie hier Dolby Digital möchte, 5.1. Mhm. Deswegen habe ich, wenn ich den Charakter genau gerade ausrichte auf eine Figur, dann höre ich sie nicht reden. Ich muss mal so ein bisschen links oder ein bisschen rechts, damit es... Weil es gibt ja keinen Mittellautsprecher, wenn ich nur Stereo benutze gerade. Keine Ahnung. So, holen wir uns erstmal hier ein paar Sachen. Ja. Kaiserliche leichte Rüstung, leichte Stiefel, Schlüssel, Eisenschwert, ja, das ist doch alles super. Das ist für den Anfang mal eine schöne Ausrüstung. Ja. Auf jeden Fall. Auch wenn die Sache noch überhaupt nicht so gut aussehen, aber es ist ein Anfang. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das Ding ist immer noch da draußen. Gut. Ja. Wir wollen uns ja nicht allzu lange aufhalten, deswegen hole ich hier nur kurz so diese kleinen Sachen. Mischtaktiken. Ah, gibt's gar nichts zu lernen hier, na sowas. Die Truhe ist leer. Da ist was drin. Ein Helm. Ja, Helm ist so eine Geschichte. Wir haben ja diese Haarmod jetzt. Bei dieser Haarmod ist das dann tatsächlich so, dass die Leute, wenn du einen Helm aufsetzt, sind die plötzlich glatzköpfig. Da gibt es noch irgendwie eine weitere Mod, die das umgeht, aber die habe ich bisher nicht installiert. Deswegen werden wir keine Helme tragen. Aber das ist ja auch okay. Dann sieht man schon mehr vom Gesicht und so. In Oblivion war das so, dass es wie Töpfe auf dem Kopf aussah. Also jetzt sieht das auf jeden Fall besser aus, aber ja, Helme, das kommt bei Testen noch eben nicht so gut hin. Ja. Der Drache zerstört die gesamte Festung. Gib mir eine Minute. Ich bin außer Atem. Sturmmintel. Sturmmantelklamotten wollen wir keine tragen. Okay. Ich mal sehen, ob ich so. Gut, weiter geht's. Ja. Ja gut, in First Person mag das sein, dass man es kaum sieht, aber man hat ja auch immer wieder mal... Hilfe. Man macht auch immer wieder mal so und will gucken. Und dann ist es halt blöd, wenn die plötzlich irgendwie glatzköpfig sind. Wir müssen raus aus Helgen, sofort! Diese Kaiserlichen lagern hier Tränke. Was war das? Die werden wir brauchen. Kaiserliche Hunde! Ah, der ist aber gut im Blocken hier. So. Ja. Autsch. Ein alter Lagerraum. Seht zu, ob ihr ein paar Zaubertränke finden könnt. Gut, sich. Gut, er hat keinen Pfeil ins Knie, sondern ein Pfeil ins Kopf. Das geht jetzt auch mal. Genau. Oh, Mann. So. Ja, ich würde ihn besiegen, aber dann habe ich ein Pfeil in den Kopf bekommen. Oh ja, das ist noch sowas hier. Diese hängenden Hasen, Kaninchen, sehen selbst mit High-Texture-Mods werden die irgendwie nicht berücksichtigt und sehen ziemlich beschissen aus. Ich habe tatsächlich auch eine Mod installiert, die die Textur dieser toten, hängenden Hasen verbessert. Bin ich jetzt krank, weil ich das mache, oder? Ja, tut mir leid, aber ja, ne? Das bist du. Aber es sieht einfach besser aus. Jeder, der Skyrim spielt, weiß, was so komische Blöcke das eigentlich sind. Ja. Und das Frau ist Ashton, Frau Ashton. Genau. Sieht wie ein Minecraft-Kaninchen aus. So, da haben wir noch Zaubertränke. Sehr schön. Ja, die anderen. Ich lasse das mal ziemlich viel links liegen. Eigentlich bin ich immer sehr gründlich und. Und fertig, hier entlang. Aber wir wollen ja schnell nach draußen.
Ja, nee, es waren keine Hasen, es waren Kaninchen. Das ist ja schon ein großer Unterschied, aber trotzdem. Ja. Gut. Armschienen haben wir noch nicht. Armschienen sind gut. Da gibt's Magie. Ja, Bekleidung, Armschienen, so. Also ich versuche ein bisschen zu kommentieren, aber es ist ziemlich schwer, weil ich alles, was bei mir auf dem Schirm passiert, das ist 5 oder 10 Sekunden später als bei dir. Ja. Deswegen werde ich etwas sagen, dann hört ihr das erst 10 Sekunden später und dann ist das Moment wieder vorbei. Ja, das ist das bei so einem Livestream ist derjenige, der dann in Skype oder in diesem Fall jetzt bei TeamSpeak dabei ist, dann echt immer im Nachteil. Die Person, die den größten Nachteil hat, ja. Ja. Zauberbuch Funken. Ah ja, Magie. Können eigentlich auch schon mal hier gucken, was wir an Magie haben. Wir haben die Flammen. Sehr gut. Und dann können wir jetzt gerade mal hier das Zauberbuch Funken lesen. Hm? Ihr habt mir nichts zu sagen. So. Genau. Moment, das war jetzt hier. Na, können wir uns jetzt überlegen, mit was für einem Zauber wir eigentlich kämpfen wollen. Können wir schon gesagt die Flammen nehmen. Mhm. Oder aber... Wir nehmen die Funken, die wir gerade eben gefunden haben. Ne? So können wir, habt ihr beide gerade mal im Vergleich. Ja. Aber ich glaube, wir nehmen die Flammen, oder? Oder wollt ihr lieber Funken sehen? Ich finde die Funken auch ziemlich geil. Beidhändig, ne? Ich... Unlimited Power! Flammen, beidhändig. Nee, nee, in der einen Hand will ich auf jeden Fall das Schwert behalten. Funken, Blitze. Okay, alles klar. Gut, Blitze. Ja. Erinnert mich so sehr an Star Wars. Ja, genau. Unlimited Power. Genau, richtig. Richtig, richtig. Und jetzt, junge Skywalker, wirst du sterben. Sterben. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Gut, wir gehen weiter. Ja, jetzt könnte man hier in der Seite noch die ganzen Schlösser... Lauf doch mal weiter, Hatwa, hier. An der Seite noch ein paar Schlösser knacken und dann kann man da zum Teil noch Sachen finden. Aber lassen wir alles sein. Wir wollen hier schnell raus. Auf jeden Fall finde ich die Optik auch in diesen Höhlen schon ziemlich genial. Also, ja, ne, wenn man jetzt Skyrim, wie schon gesagt, ein bisschen hochmoddet. Standardmäßig... Das ist aber sowieso so krass. Ich hatte jetzt ja hier unten sollten wir besser zusammenhalten. Neulich nochmal alles auf Standard gestellt, um einen Vergleichsscreenshot zu machen. Und unfassbar. Ja, Dreamcatcher, ich kann den Chat nebenher lesen. Nur so ein ganz kleines Stückchen. Wenn ihr zu viel und zu schnell schreibt, dann komme ich nicht hinterher. Aber so ein bisschen kann ich schon sehen. Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Der Kranus fragt eigentlich, warum ein Holländer so gut Deutsch kann. Das kommt, weil ich in der Schule gut aufgepasst habe und weil ich schon seit 2 Jahren Deutsch spiele. Aber ich muss sagen, Leute, ich wusste überhaupt nicht, dass man solche Spieler so optimieren kann oder solche Mods benutzen kann. Hängt immer von den Spielen ab. Es geht nicht bei allen. Also, aber also seit Morrowind, also seit die Elder Scrolls 3, ist das so gemacht, auch von Bethesda, dass man tatsächlich wirklich modden kann. Und ein Grund, warum Skyrim auch heute noch so erfolgreich ist, ist einfach die Möglichkeit, weil es durch diese Mods ständig quasi am Leben gehalten wird. Ja. Und das ist schon ziemlich gut. Ich konnte mich verteidigen, aber dann habe ich ein Pfeil ins Knie bekommen. Hätten wir den Flammenzauber gehabt, hätten wir übrigens hier dieses Öl auf dem Boden entzünden können. Kann ich gerade mal zeigen, sieht jetzt auch ziemlich cool aus. Okay. Ne? Mit Mods ist ja alles ein bisschen schöner. Blendet nämlich jetzt richtig. Siehst du das? Diese Linsenreflexionen, die hier an der Seite so mitgehen?
Ja, ich kann es erst in 5 Sekunden sehen. Also. Na gut, aber es ist ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall. Ja. Ah, gut aus. Genau, da haben wir es nämlich jetzt auch so, schöner Blendeffekt hier oben, weil es einfach von hell runterkommt. Da entlang geht es nicht zurück. Wir hatten noch Glück, dass das. Ja, da müssen wir wohl weiter. Ja. Hier gerade mal rauf, da oben gibt's noch was. Nämlich Geld und ein Zaubertrank. Oh, das ist auch immer praktisch. Ja, auf jeden Fall. So. Moment, ich muss mal gerade den Einkopfhörer hier ein bisschen reinfummeln. Das ist nicht so scholl. Der rutscht mir hier weg. So. Mit Favoriten kann man auch beides benutzen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja. Später, später. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Ja, dann gehen wir hier entlang. Das hat wir immer anhält. Ach, jetzt kommen wir zu den Viechern. Die sind auch nicht so nett. Woher seid ihr gekommen? Spinnen! Ich muss sagen, wie er die Sache sieht. Macht man so aus, als ob es da irgendeine Atomkraft-Explosion stattgefunden hat. Weil es so hell. Weil es so leuchtet, ja, gut. Ja. Aber ist doch so gesehen ziemlich realistisch, weil die Augen sich jetzt ja hier eher in die Dunkelheit gewöhnen.